So, ja, scheiße. Man sollte auch mal ein bisschen aufpassen, was man eigentlich macht, während man hier am Quasseln ist. Tja, dann müssen wir jetzt offenbar nochmal gegen den Dämon von Gotha kämpfen, aber das kriegen wir hin. Haben wir ja gerade auch geschafft. Feuer frei. So. Hey, Kobus. Haltet euch zurück. Böse Skelettis. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, habe ich gesagt. Alter. Der hat mir gerade 40% meines Lebens mit einem Schlag abgezogen. Was? Irgendwie würde ich sagen, lief das beim ersten Mal besser. Kann das sein? Ach, da hat man auch gleich keine Lust mehr. Na gut, ich werde jetzt nochmal Gotha befreien. Und dann mache ich auch Feierabend. Hey, Dickerchen, na? Kleines Bäuchlein geschwurbelt? Mein Kater. Muah. So, kann losgehen. Gorn, ich rette dich! Vor den bösen Untoten und Tieren. So. So, nun du noch. Ich mache erstmal jetzt den ganzen Rest drumherum hier platt. Gon muss das abfangen so lange. Ich hoffe doch, dass der genug Leben hat. Davon sollte man... Hey, ausgehen. Alter, ich würde gern nochmal selbst zum Schlagen kommen. So, rüber ab, das hast du davon. Stück zurück. Okay, kann losgehen. So, der Dämon hält sich fein zurück, das finde ich artig. Ey, kennst du mal? Ja, danke. Gut, Gon beschäftigt den Dämon, das finde ich okay. Das ist nur fair. So, und wir nehmen uns hier die Zombies zur Brust. Oh, das war nicht gut. Das war nicht der Deal hier, ne, Leute? Das war nicht der Deal. Das war nicht der Deal. Gon, mach das mal klar für mich hier. So. Dämon bleibt weg. Sehr gut. Spielen wir mal den Feigling. Man muss wissen, wann man sich zurückziehen muss. So. Jetzt kann es wieder losgehen. Frischen Mutes. Ey. So. Der weg. Ich hoffe doch, Gon hält das aus. Wenn nicht, dann... Ja, Pech, ne? So. Noch das Skelett. Gon, wie sieht's aus? Ah, noch frisch und vital. Rüber ab. Noch ein Zombie. Tut mir leid, Gon, du musst noch eine Sekunde länger durchhalten. So. Sekunde, ich komme. Speichern. Ich traue mich das jetzt mal. Könnte ja sein, dass Gon mit jedem Schlag stirbt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dem nicht so sein wird. So, ach, den hast du ja schon ganz gut im Griff hier, mein Freund. Sieht doch gut aus. So, wenn du jetzt mal noch ein bisschen mithilfst hier, Kumpel, dann läuft das auch. So, und da haben wir dann auch schön. Und das ist das endgültige Ende für den Dämon von Gotha. Ein Dämonenhorn für uns, ein Ring von Adanos, ebenfalls für uns. Finde den göttlichen Ring des Lebens, richtig so. Erfahrung plus 2500. Und ein Tränkchen für mich. So, wo willst du denn hin, Gon? Was haben die eigentlich mit der Innerstatue gemacht hier? Schau dir diesen Schlamassel an. Das war mal eine stolze Paladinburg. Gon, da kommen Gegner. Kumpel. Ja? Ich hab dich gewarnt. Dem hast du's gezeigt. Und wie ich das hab. So, jetzt der noch. Wo auch immer die jetzt herkamen, die haben irgendwie den Schuss nicht gehört, glaube ich. Gon? Reden? Gon, reden! Bleibst du wohl da? Hallo? Hey! Kumpel! Hast du irgendwie einen Clinch mit der Wand, oder... Was ist los? Ach, jetzt auf einmal, okay. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen.
Du hast es wieder mal geschafft, was? Natürlich. Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. So. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wäre schade drum. Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Natürlich mache ich das. So, du kannst aber erstmal hier bleiben. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Gon macht tatsächlich nicht nach Notma. Ich dachte es immer nur. Aber der bleibt dann wohl tatsächlich hier in Gotha und sitzt sich den Arsch breit oder so. Ich weiß es nicht genau, was er hier eigentlich machen will. Denn hier ist ja nichts. So, Truhe, Truhe. Bitte mal öffnen. Sehr schön, sehr schön. Oh, das gibt wieder gut an Sprüchen hier. Und die Sprüche, die sind ja gar nicht so wertlos. Muss man ja mal sagen. Unten Dietrich wieder drauf. Schön, haben jetzt gar keinen verbraucht sozusagen, effektiv. Stehst du jetzt hier einfach nur nutzlos in der Gegend rum? Sieht ganz so aus. So wie alle anderen im Prinzip auch. Der Einzige, der wieder aktiv ist und die Welt rettet, sind wir. Bin ich, wie auch immer. So, hier haben wir nichts Großartiges. Okay. Gut, wir können nochmal kurz hier in die Burg rein. Da sind ja noch ein paar. Ich dachte, wir haben alle erwischt. Na gut. Über all diese Mistviecher! Dieser Mistviecher! Richtig! So. Schönes Gehakel. So macht das doch unglaublich Spaß zu kämpfen. So, haben wir noch welche hier? Ja, natürlich. Da kommt er aus seinem Häuschen heraus. So, Kumpel. Verteil mal dein schmieriges, verrottetes Fleisch hier auf den Dielen. So, gucken wir mal. Vergessen, Heiltrank, schön. Oh, die Musik ist aber nett. Das kenne ich schon. Tatsächlich, was du so alles kennst. Oh, die große Truhe zählt als unmögliches Schloss, okay. Ja, unser Held muss sehr belesen sein. Der kennt ja alles im Prinzip schon, offenbar. Wow. Du hast dir schon wieder Freunde gesucht, Gon? Der war dir zu knöchrig, ne? Glaube ich dir, der war dir zu knochig, deswegen hast du ihn angegriffen. Hast du ihm bestimmt nur empfohlen, ein bisschen Muskeltraining zu machen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern, nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig und so soll es sein. Ah, interessant. Okay, schön, dass du es interessant fand. Gut, damit müssten wir jetzt, glaube ich, die gesamte Schöpfungsgeschichte gelesen haben. So in den alten Schriften, wenn ich mich nicht irre. Da fällt mir ein, wir haben, glaube ich, auch noch alte Steintafeln. Die könnten wir auch mal lesen. Vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwie mal auf genug altes Wissen, um die Robe Adanos und die Krone zu tragen. Wäre geil. So, noch ein bisschen Schmuck. Sonst nichts mehr. Wir können ja mal auf dem Thron Platz nehmen, weil es hier so wunderschön ist. Duke of Darkness. Rah, 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 rah. So, genug der Spielereien. Dann gucken wir uns nochmal kurz hier in der restlichen Burg um. Da hatte ich die Truhen schon aufgemacht. Hier hinten ist noch eine Kammer. Oder auch nicht. Ach doch, hier ist noch was zum Lesen. Wie schön. Uninteressant. Was sonst? Hätte mich auch gewundert, wenn es irgendwas anderes als uninteressant gewesen wäre. So, ach, Gon sitzt jetzt am Feuer, natürlich. Würde ich auch machen, wenn ich gerade eine Burg von Untoten befreit und einen unglaublich mächtigen Dämon getötet habe. Ich würde erstmal ein Stück Fleisch rausholen und mich ans Lagerfeuer setzen. Kann man eigentlich mit der Innerstatue hier irgendwas machen? Nee, ne? Finde ich lustig, dass sie da irgendeinen Schädel drüber gezogen haben. Um sie zu korrumpieren. Wäre eigentlich geil, wenn das jetzt zu Belias Statue umgemodelt wäre dadurch. So, Amboss, können wir eigentlich irgendwas schmieden? Ach, wir haben die... Moment, ich muss mal mir kurz fehlt gucken. Die nötige Erfahrung. Ja, macht nichts. So doll ist es ja auch nicht mit dem 75, ne? Okay. Wir hätten im Prinzip alles da, ne? Ne, gut, wollte ich ja nur mal wissen. Die Rubinklinge, stimmt, das hatte ich irgendwann mal gekauft dafür, ne? Das Dingens hier, die Vorschrift.
Na gut, auch egal. So, hier ist halt ein Korb. Ein Korb. Den nehmen wir mit. Wieso knarzt der Korb, wenn wir den öffnen? Müssten wir mal wieder ölen, was? So, wir nehmen noch kurz den Kram mit. Gold, Gold, Gold ist immer gut. So, die Truhe noch. Schön. Und haben wir sonst noch was? Hier ist noch eine Truhe. Da ist bloß ein Hocker. Hier ist sonst nichts mehr. Die Truhe noch. In Ordnung. Die Triche sind immer gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch vollbracht. Haben wir das hinter uns gebracht. Ja, waren wir doch gar nicht so unaktiv in dieser Folge. Auch wenn es jetzt nicht so zielbringend war, eigentlich wollte ich ja viel mehr machen. Ich wollte ja eigentlich schon nach Faring kommen und dort die ganzen Missionen lösen. Aber wir sind ja dann dabei hängen geblieben, irgendwie Jäger gegen alles zu spielen. Wir haben ja alles gejagt im Prinzip. Naja, was soll's. Dann müssen wir eben beim nächsten Mal nach Faring gehen und nach Vanguard werden wir auch gehen. Ich denke, das schaffen wir in einer Folge. Genauso wie wir es in der Folge schon geschafft haben, nach Vanguard zu gehen. Quatsch, nach Faring. Egal. So, wieder irgendwelche kryptischen Zeichen, finde ich hübsch. Die Truhe noch auf, dann haben wir es vollbracht, dann ist die ganze Burg geplündert. So. Und damit würde ich dann sagen, haben wir jetzt genug erledigt für heute. In der nächsten Sendung, wie gesagt, Faring und Vanguard, denn wir werden, wenn wir uns hier noch ein bisschen umsehen, was wir dann beim nächsten Mal tun, werden wir hier einen Teleportstein finden, der uns nach Vanguard führt, den wir dann natürlich auch ausprobieren werden. Dann haben wir dort noch viel Spaß und werden ein bisschen mit den Orks tanzen. Und dann, danach kannst du dann wirklich nach Nordmar gehen. In der übernächsten Folge, dann Aufnahmesession dann wahrscheinlich, wird noch viel zu tun sein. Oh mein Gott. Also bis dahin, ich werde bis zur nächsten Aufnahmesession noch ein paar Truhen öffnen und so. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein!